Schengen und Leifren, das ist Tümteren Mathe, hier bei RCSI. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier von da einen schönen Terrere. Man hat Wurmes, ein bisschen kalter Terrere, sehr ungebracht. Ich habe mir einen Gast eingeladen von da, und das ist Renate Panner. Renate, willkommen hier. Dankeschön. Dankeschön, dass du hier angekommen bist. Bist du deine Familie kurz selbst vorstellen? Ja, ich bin Renate Fröse de Penner. Ich bin befreit mit Adolf Panner, der im ersten Fleisch gerne war als Krankenpfleger aus Philadelphia. Ich habe auch im Krankenhaus Roma Plata gearbeitet. Wir haben die Feierchenia. Die älteste ist nun 21, die zweite ist 19 Jahre. Dann haben wir einen 17 Jahre schon unser jüngster Maurer, der starb mit 3 Jahren. Wir teilen die immer mit, wenn es ohne Arbeit wie nicht dort sein wird, wie von da sind. So, viel Leben im Haus und auch, wenn man das hört, dass jemand gestorben ist von der Tschenja, dann denkt man auf Fuß, da ist, was passiert wird, das ist eine Marke, sagen wir, ja? Das ist ein Stempel, die für die Familie. Ja? So, ich habe das nicht erlebt, ein Kind verlieren, aber ich stelle mir das sehr hart für. Ja, das sind Tide, wo man viel durchmacht, viel kämpft, als ganze Familie. Wo man viele neue Ziele gesetzt hat, wenn man nicht die bleiben Stunde kann, wo man immer gewesen ist. Dort lebe ich jetzt wieder. Inhaft aber als ein Mitglied weniger und dort ist anders. Das ist das Wort. Dort lebe ich jetzt wieder, aber das ist anders. Viele sagen, lebe ich jetzt kreuze wieder. Nein, jetzt nicht kreuze wieder, aber jetzt wieder. Das jetzt wieder. Und das ist anders. Wir machen eine kurze Pause, dann werden wir von hier mit Renate spazieren. In Bett von Ehre, Lebensgeschichte hier. Putzen Sie mal da. Ja, da sind wir. Das ist Tim Terren Mathe hier bei RCSI, von da mit Renate de Penner. Renate, wo schaust du von heute Tag? Ich bin tätig in der ASIM. Ich bin verantwortlich für das Kommunikationssekretariat in der ASIM. Dort bedeutet, dass ich Besuche an Jähen nehme, also rund 4 von der ASIM verteile. Ich mag Interviews, schreibe Nachrichten und lade auf unsere Webseiten ab. In den Interviews und auch Fotos und so lade ich dann wieder und ans Radio hier, Zepedartisch und auch an RSC, dort der Brücke Tien in Ehre Nachrichten. Also die Aufsicht ist so, dass wir unsere Träger, die Gemeinde in Kolonien informiert haben über unsere Arbeit. Wenn sie uns in der Stadt an unsere Arbeit wollen, wir dort, sei auch weiter über dort, wo wir tun. Also der ASIM ist hier in Paraguay ein sehr bekanntes Unternehmen, für die das Programm im Ausland sein. Ich würde sagen, es ist ein missionswirtschaftlich ein Missionsunternehmen, besonders für den Diona, ja? Also wir arbeiten in Feuerbereichen. Okay. ASIM ist ein Zusammenschluss von Gemeindes in Kooperative, in der Kolonie. Das ist von Kolonie zu Kolonie verschieden, hier die 3 Kolonien. Wir arbeiten in Landwirtschaft, wir arbeiten in Bildung, in Gesundheit, in aber auch in der interkulturellen, in sozialen Berodung. Okay. Also das ist sehr breit. Das ist sehr breit. Wir haben bei Feuer 100 Angestellte, mit was wir arbeiten. Wow. In, also dort nur im Moment arbeiten wir mit 17 indigenen Gemeinschaften hier im zentralen Chaco-Typ, wo dann jede Gemeinschaft auch entscheiden kann, wo, weil, wie dort ASIM bei uns arbeitet. In wo viele Sprachen sind dort von Indianern, wenn man sagen? Also von Sprache her würde ich nicht ganz konkret eine Zahl sagen, China, aber wie hauptsächlich sind Sprache in Dialekte, ja? Ja. Hauptsächlich sind dann die Inchlit in der Nivacle, dann aber auch die Ajoreo in den einzigen Siedlungen sind auch die Toba und auch die Sanapana. Okay, okay. In deiner Arbeit, wenn du nun sagst Kommunikation, also die verschiedensten Aufteilungsleiter von ASIM, die jeweils die Kommunikation oder du holst die Kommunikation, um dann dort wieder eine Bitte zu geben, wo funktioniert das? Das ist beides. Sei, wenn sie was haben, der will sie mir informieren. Ich bin dankbar dafür, wenn sie dort von ihrer Seite aus.
Aber ich habe auch das Recht, dass ich hingehe und sage, ich habe hier, hier das passiert, du und du in der Gemeinschaft, kannst du mir helfen, die Information zu holen. Okay. So dass es gegenseitig wird, wie Top-Obede, um dann unsere Hierarchie zu informieren. Also, Jalo Sanga ist hier bittere, bittere im Zentrum, wenn man sagt, so, oder bittere im Dorf, wo immer man das will, oder Campo, sei es hier auch bei den Mennoniten von Mexiko oder Bolivien. Da wohnen eigentlich mehr die Spanische, die Indianer-Siedlung, das ist eine Indianer-Siedlung da rum, ja. Wo lässt du deine Arbeit? Fährst du da jeden Tag hin? Oder hast du da als Familie gewohnt? Oder wohnst du da? Kannst du da ein bisschen was sagen? Die Alvesanga ist das Zentrum von der Aktivitäten. Ah, dort ist das Zentrum? Ja, okay. Also dort ist nicht Bütrum Zentrum, sondern dort ist das Zentrum. Okay, also von Asimut? Ja, von Asimut, aber das ist auch so zentrisch die Lehre von der anderen Kolonie. Ungefähr in der Mitte von der Plata von Philadelphia in Niholstadt liegt die Alvesanga. In der Asim ist im September umgetrocknet. Wir haben nu alle Aktivitäten, die wir dann waren von der Alvesanga ausgedrückt. Ah ja, das ist für mich ganz neu. Ja, das ist ein Zentralbüro, das am 12. September offiziell eingeweiht. Wow, herzliche Glückwünsche. Dankeschön. Habe ein ganz neues gerettet Zentralbüro. Mhm. Und auch die ganze andere Aufteilung, also die Erziehungsabteilung, die Supervision, die wir haben, die wir hier in Philadelphia, die ist auch angetragen. Wir haben durch eine Öle Schule funktioniert. Ein Teil ist eine Supervision geworden, sodass wir alles, was mit der Sieben zu tun hat, was nicht von Alvesanga ausgedrückt hat. Okay. In Alvesanga, dort muss man sich ein Bett aus dem Zentrum vorstellen mit verschiedenen Kulturen, die dort leben. Wenn sie wann wir nennen kommen, dann ist von einer Seite die Kommunität Nivakle unida. Ja. Den Erzzentrum ist aber auch in Alvesanga. Okay. Und dann in Alvesanga selbst sind die Wohnungen in unserer Schule, das Krankenhaus, alles, was von Asim ist. Ja. In, aber auch in Alvesanga im Zentrum selbst wohnen auch Indigene. Aha. Wenn es die Kommunität ist, haben ihre Hisa für die Lieder ist. Also ist die Kommunität Nivakle unida, die Lieder wohnt in Alvesanga. Da hast du weinst ein Haus. Wollt man früher was sagen, Kassike? Von da schon ein Lieder? Von da ist der Lieder, der Administrator, wenn es die Kommunität ist, ein Statut habe. Okay. In per Gesetz ihre Aktivitäten geregelt sind. In Sie als Familie wohnen Sie da? Oder wohnen wir in wohnen in Philadelphia. Ah, Sie wohnen in Philadelphia. Was ich bloß noch die Alvesanga sein möchte, ich habe die Kommunität Nivakle unida erwähnt. Ja. Und eine andere Seite von Alvesanga ist die in Schlitt Alvesanga. Ja. Also dort sind zwei Kommunitäten, die Alvesanga auch als Zentrum haben. Büter wie es Asim. Ganz, für die, die Taimanisch channel, sind ganz verschiedene Kulturen. Ganz verschieden. Ja, also die haben, zum sich verdrogen haben, die auch so ihre Schwierigkeiten. Als sie hier im Chaco noch ohne uns wären, oder aus den Mennoniten noch nicht im Chaco wären, dann wären dort verfeindete Parteien. Von dort leben sie und arbeiten dort. Mhm. Wo bist du mal da gekommen, seine Arbeit zu tun? Also, ich sehe nur das erste Jahr in der Asim. In der Anfrage kommt von der Asim, da kommen mir Fragen, ob ich würde wählen, die AMH übernehmen oder die Zentralverwaltung von der AMH. Und viel du ein Generaldirektor in. Ich sehe immer mit 64 damit, dass ich etwas übernehmen würde, wo ich mich nicht hätte. Und mir sagt, das ist ein bisschen schwierig, dann habe ich dort aufgelehnt, aber heute sage ich dann als Sekretärin von der AMH zu arbeiten. Ja. So komme ich dann und bitte dann aber gerade an die Webseite machen von der Asim. Ich habe gerade eine Schulung in Webdesign und sage, dass ihre Webseite nicht aktuell wird und dass ich dort dann nicht auch durfte. Ja. Und das wird mir dann erlaubt, dass ich teilweise dort einstehe. Und irgendwann dann wird aber ich arbeite der Zeit auch eine Fakultät in Loma Plata, eine Krankenpflegefakultät mit der Bewertung und Analyse von dem Ausbildung, um das zu akkreditieren für ein Ministerium. Und du entstand dann ein der Wunsch, dass ich auch wohl eine berufliche Ausbildung habe auf Universitätsebene, dass ich dort dann auch mit legaler Anerkennung, was ich tue. Wir machen eine kurze Pause, dann hören wir hier wieder über deine Lebenserfahrung. Gut, sind wir da. Jo, hier sind wir. Tim Terenmatte bei RCC. Von da mit Renate Panna. Bevor wir hier wieder machen, mit unserem Interview
belle Jean noch eine gute Nachricht sei, wann die zweimal gute Elektrogeräte brücken, die Qualität sind, die auch dort bringen, was man would erwarten, dann denkt an Beko. Beko finde ich bei Inverfin, europäische Marke, intelligente Leistungen, dat is wat je brokken voor een gouden huishoud. Zo, Renate, in de verre pauze vertel ze met hoe je die voorbereid had. Had we bijvoorbeeld een universiteit, om de arbeid te maken die die goudchenten naar zien. Ja, ik wil eindelijk een universiteitsstudium maken. En mijn man weer totaal begeesterd. Daarvan heeft mij een waarde ermöglicht om dat te doen. En zo fangen we aan nu te zeggen wat ik wil doen, wat ik wil studeren. En irgendwann kwam ook de tijd dat we ons entschluiten door hoe we waren, de tijd weer afgerend. En we zochten de mogelijkheid in Asunción, zodat ik studeren wil. En dat had ze zijn tijd. We hebben verschillende onderzoekingen gemaakt en ook arbeidszetje gemaakt voor mijn man. En we waren ook met onze China, die moest ook de school. Dat hebben we alle nieuw geforscht en we vonden ook niet een woning en ook niet een arbeidsstelling voor mijn man, zodat het ziemlich herausfordernd was. Ja. En irgendwann komt mijn dochter een dag aan en zegt: ik geloof Gott heeft mij gezegd, wo onze woning zijn wordt in Asunción. Aha. Ik heb van daar Apostelgeschichte 8 gelesen en du sagst dat op de weg naar Gaza. Ja. Also, nu hadden we al die. Ubikation hat wie nicht all. Du musst wie deine Ubikation bloß nach einer Asunción finden. Ja. Wenn es dort Gaza, weiß ich nicht, wo das ist in Asunción. Wir wollen ja uns Chintok Irnsdem, das ist uns immer sehr wichtig in Wesen. Und wir haben dann die Bibelkort genommen, so aus, dass eine Bibel hat man normalerweise den Landkort und hinkommt. Und haben gecheckt, wo liegt Jerusalem, wo liegt Gaza. En versucht die Kurt dann te überdrehen op Asunción, om du en diejenigen dan de Wohnung te zien. Ja. Dat heeft dan Asunción gossen met de Nummers. Berlin, Jerusalem, dat heeft dat alles in Asunción. Ook in diejenigen, wo wir huis zochten. Aber dat blijft alle in der Schwebe en wir kommen nicht wieder. En dan komen ze weer dat Adolf een arbeid aan je bord had. En dat dan op 1 december afgezegd wordt. Ik had intussen mijn arbeid bij de Asim gekündigt. En dan wordt dat arbeidsangebot wat hij had afgezegd en dat we in de laatste maand, we hadden eindelijk wel wie 1 maand aantragen in Asunción. Ja. En natuurlijk werd dat zeer schwer voor ons. Dat blijf ik. En we blijven over Dubi dat God dan een waars woord hebben voor ons. Ja. Mijn laatste dag in Asim kwam, ik verabschied me van mijn arbeidscollega en ze vroegen wann trage ik dan aan en ik zei dat je nog genauer darüber. Ja. In een paar dagen later staat de executief directeur van Asim Ferrader en maakt ons een frisse arbeidsangebot. Dit moet dan voor ons onze familie. Aha. En dat we dan dat ik weer zal de arbeid maken, wat ik Patanje doen had, de secretaris van Amhase, had het een frisse engeleerd. En mijn man zal de krankenpflege overnemen, te coördineren wat de Asim en Jelvisanga aanbieden deed. Ah, oké. En tegelijk bij het aan, ik kon mijn studium in Jelvisanga maken. Da wurde dann eine Lehrerausbildung anfangen und da konnte ich dann entstehen, die Ausbildung dann machen. Und nach einem Gespräch war dann klar, dass dort wir, was Gott für uns will. Ah, ja. Wir fuhren dann auch nach Jelvisanga Tschitsche und entdeckten dort ab dem Weg nach Jelvisanga, Tiberian, Chope und Betania liegen. Also, das wäre ein Bett. Weet buiten uit van Asunción, 550 kilometer. Ja. En weer dat ook wichtig dat onze China met kunnen zullen met onze entscheidung als wie in de Jelvisanga traatje dan niet. Want wanneer we de arbeid doen willen, willen we dat met de China top doen. Ja. En dat we interessant dat in dit vermaak, hoe de executief directeur van Asim bij ons weer een indigene en bij de arbeid staat waar ons jong arbeider deed, want zij weinig uitgelost met het college en geen half tijdig nog op arbeid. Oké. Okay. En toen we een indigene ons in een kurs geweest hadden van het college in Dichina Jalvesanga verteld, zo begeesterd van het college verteld dat ons jong de wens had, deze school moest hij eindelijk bezetten. Van die school wil hij schiller zijn.
Und wir haben dann verteilt davon, dass Arbeitsangebot haben wir Fußreit mit Duhan in Schulte-Weizel Duhan. Wenn wir wollen, an nicht im Internat. Ja. Und dann wollen wir an Leiber in der Schule an Jalve Sanga schätzen. Und der Doktor hat es ein bisschen schwer. Und der Jüngste, wie immer ein bisschen, je nachdem, was die Geschwister entscheiden, dort wo ich dann. Und wir haben ein bisschen in der Krise, wem wo ich dann nur anhängen, dem Bruder oder der Schwester, wenn es sich nicht einig wäre, was sie wollen. Ja. Wie da gab es unsere Tochter über ihre Zeit, was sie braucht, und sie fängt auch ein Jahr durch, so dort wie dann eine Jalve Sanga trocken, die China ging eine Jalve Sanga zur Schule. Mein Mann übernahm die Koordination von der Krankenpflegeschule, was er auch immer noch hat. Und ich fange dann wieder an, oder muss wieder mit der Arbeit am Habero. Ja. Und wo wir das verschiedene das ist ja eine ganz andere, mit den meisten von einer anderen Kultur, bestimmt eine ganz andere Form, das Taubleben von der China. Ging das ziemlich schwind, oder haben sie da, musst viel lernen, was sie da dazu kommen? Das wird natürlich ganz anders. Aber ihr Vorteil wird, dass sie all ein Jahr vorher nicht in der deutschen Schule gewesen wäre. Okay. Wir haben eine Rücknummer in der Privatschule, wenn es uns dort wichtig wird, dass sie das interkulturelle Umfeld lernen sollen. Okay. Sei wir all der Älteste wie im Collegio Departamental. Ja. In der andere wäre in der Primera de Maggio in Philadelphia kreit mit dieser Aufsicht, dass sie die Kultur im Alltag channelieren sollen. Ja. Wann ja. sie im Studium nächstes Jahr gehen, dass sie dann besser damit klarkommen. Mhm. Sie beherrscht den Sprach, das Spanische wie anscheinend ein Problem. Spanisch ist der Hauptsprach in Jalve Sanga. Ja. In sie dort natürlich ein bisschen dient, dass sie sich durch eine Finger können in der Klasse. Die Indigenen sind sehr stille Menschen. Und fällt ein bisschen schwer, damit klar zu kommen, dass das alles so schnell zu gehen. Ja, ja. Aber dort dient nicht lang, dass sie auch durch persönlich gefunden haben, was ihre Wellenlinie hatte. Und wenn wir von dort drei Dinge und die Zeit, sie wären zwei Jahre in der Schule, dann mochten sie die Zeit nicht missen. Ah, ja. Sie sagen, der Älteste ist nun im dritten Jahr Universitätsstudium in Asunción. Er sagt, ich habe da Gelegenheit gehabt, die Indigenen auf persönlicher Ebene zu begegnen. Ja. Und ich habe entdeckt, dass Menschen mit einer Würde sind, kreuzen als wie. Du hast bloß die Kultur, die Unterscheid, der Sprache ist der Unterscheid. Ja. Aber ich kann den nicht verteidigen, je über andere Personen. Ja. Ist das erst ein Problem nicht bloß hier in der Klinik, auch von der Spanischen her, dass man unbewusst ist uns irgendwie eingeprägt worden eine Überheblichkeit. Ja. Ja? Als wenn wir bloß willst, wie von einer anderen Kultur sind, mehr wert sind als ein Indianer. Sie mussten dort erleben, dass sie weniger wert wären als die Indigenen. Aha. Wenn es dort ein Kollegium Indigena Jalve Sanga wäre, ja, wurde ja. an gewisse Rechte nicht anerkannt, wenn sie Minister sind. Ja. Deutschredende. Ja. Ja, ja. Sie dürfen zum Beispiel nicht die Flagge tragen für das Kollegium, ja. wenn sie Mennonite wären. Ja. Sie dürfen, mussten gewisse Sachen selbst betonen, was die Indigenen nicht betonen brauchten, wenn sie Minister wären. Ja. Dass wir für unsere Familie in einer Zeit, wo wir lernen mussten, dort auch mal, dass wir nicht gerade eine andere Seite stünden. Eine andere Seite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor du kommst, redet ihr gerade mit jemandem. Also wir sind immer gewohnt zu sagen, was wie anders finden und andere Kulturen, die hier im Chaco sind und so weiter. Und wir bringen zum Ausdruck, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir nicht die Glocke anhören können oder nicht einen Arbeitsgeist haben und das und das. Aber selten hier wir mal ein Mikrofon, wenn von ihrer Seite ausreden, was für Anschwung fällt, ja. von, wo wir sind. Ja? Und das ist gerade der Punkt, den ich in China habe erlebt, die Minderheit zu sein und die andere wäre die Mehrheit. Ja. Ja, das ist Success, wenn man nach uns schauen, jetzt ist das gerade so. Die Gesellschaftsregeln bestimmen andere. Wie man das da überleben und mitleben. Ja. Über geistlich, was hat das in geistlich gebracht oder wo sind die geistlich da angekommen zu sein, wie wollen die Indianer deine, wie wollen in dieser Arbeit dem Herrn deine. Wir machen eine kurze Pause und dann sagst du uns was darüber. Fortsetzen wir da.
Zou schön ja dort, ihr seid da. Das ist dem Trend Mathe, wie RCC, von dort mit Renate Pana, Mutter von Faya Cienja, Hüsfrü, und es ist ganz voll in der Arbeitswelt. Also viele Funktionen taupen einem. Renate Ferrepols, frage ich die Geistliche, also die dem Nastier Rüter, wo wir dort endlich unseren Komfort haben, eine politische Welt. Und dann mal dort deine, wo andere Kulturen sind, wo man viele Herausforderungen hat, die Familie hat Herausforderungen, auch damit vor dich zu werden und so weiter. Wo ist dein Lebensweis, dass du mal zu so einer Entscheidung kommst? Als ich darüber nur gedacht, dort wie das so arbeitet in mit Wort von Hort Einstellung ich dort Zeit kommen mir zwei Erinnerungen in meine Kindheit drei. In dort wie mir selbst sehr interessant dort ich da in diesem Zusammenhang mich und erinnert. Ich hatte immer dort gefeil dort meine Eltern nicht sehr davon überzeugt wäre dort jeder Mensch in jeder Kultur den gleichen Stellenwert hat. Ja. Sie ja. haben auch eine Vergangenheit mit Tschakotschrischen so was wo sei nicht im Tschakotschrisch wäre, aber was geprägt ist. Ja, ja. Und dort man dort verstehen kann, wenn die älteren Menschen nicht diese Einstellung haben. Aber doch möchte ich dort durch zwei Sachen wäre, was mir dort gebracht habe, diese Einstellung gegenüber unserer Kultur zu haben. Du wir okay. ein Sinn nach, wo ich noch ein Kind wäre, wo Makateros nach uns kommen. Ja. Latein-Paraguay. Wir haben gerade aufgehört mit sehr vielen Grapefruchten. Da kommen Grapefruchtscheiben bei uns. Ja. Es Familie halb wie dann den Sonntag Grapefruchtplätze. Mhm. In den Kamion beladen. Also, man dort sehr viel gewesen sein, man uns ein Stückchen dort haben. Währenddessen kommt mein Paar auf die Idee, dass sie die Makateros zum Mittag einladen. Ja. Aber dann habe ich immer das Familie hat, dass die andere Kulturen nicht so viel wert wären. Und mich überrascht hat. Ich mache das Kind gestohlen haben mit einem Müll zum Wunder, was los wäre. Ja, ja, ja. Und dort, aber den Sonntag, wie wir dann mit diesen fremden Menschen, Typ, in einem Assad und Mucke, den Typ, einem Typ, in der wie wir vorher sehen von unserem Hof. Mhm. Die andere Sache, wie aus dem Kollegium, wir mussten wie viel Arbeit schreiben, auch über indigene Kulturen. Ja. Und dann, wenn mir was fehlt, dann kann ich mir ein paar Emma fragen. Und ich fuhr mit meinen Jalvesanga zum indigenen Seetje in die Frage mit denen zu bereden. Mhm. Ich muss mir immer den Weg ab. Und wenn wie du dann mal auf dem Football vielleicht stünde in den indigenen Raum ans Raum wären, ich die Frage stünde, dann fällt die Gemeinschaft mit den Indigenen. Mhm. Und ich weiß, dass das nicht die Aufsicht wäre von meinen Eltern. Ja. Mir nu dit direkt zu installieren, aber das ist mir auch wichtig, dass wie es ältere weiter, wie viel die Handlungen wird wie deine doch tolerierte aus der Welt wird wie sei. Okay. In dort ist dort wo ich würde sagen, dass es mir einfach von dem wird mein Paar mir halbehaft. Ja. Dadurch ja. ist an mir diese Barriere zwischen den Kulturen war gebrochen worden. Okay, also diese Erlebnisse, die habe das waren die alten Weg aufgemacht, dass es das nicht im Leben nicht so schwer fällt, in diese Kulturen mit Nudeln zu kommen. Ja, unbedingt. Wenn es aus wie eine Jalvesanga trocken für mich, wird das aus eine Hüstrage. Ah ja. Dass wir die Kulturen durch das Umfeld, die Jähen, die Chandet, und die wir jetzt abgewassen. Mhm. Wir haben Indigene von Jalvesanga zum Arbeiten, dass wir haben mit den Typen auf dem Hof gespielt, mit den Typen Tortillas gegeten, so dass wir nicht nur total fremd in Jalvesanga zu tragen. Ja. Und trotzdem fällt es schwer, sich zu entleben, aber Dollar in dem Umfeld, in dem System von der Asim dort zu lernen, in damit klar zu kommen mit der Verschiedenartigkeit, wenn man über Sachen denken kann, auch über andere Kulturen. Ja. Auch nicht direkt mit der Kultur und für sich selbst. Ja. Wir ja. haben in der Infirmeriegruppe, in der Krankenpflegegruppe, wo mein Mann koordiniert, hat wir 8 Kulturen in der ersten Gruppe. Aha. Und mein Mann sieht dann an, wir sind
alle uit verschiedene Kulturen. Wir zählen nicht, ob jeder Kultur einzeln angehören. Mhm. In jedem, jeder Stunde dort deine Wort für antwortrechtlich sein. Wie wurde hier von dort beschlossen, dass wir uns alle die Kultur der Infirmerie anpassen? Ja, ja. In seinem Mucke für ihre Gruppe eine Krankenpflegekultur. Wenn es mhm. Krankenpfleger musst du gewisse ethische Sachen respektieren. Ja, um ja, den ja. Dienst rechtlich zu tun. Und dort haben die Studenten sie übernommen. Ja. Wenn Touristen kommen und fragen, ob ein Volk bist du, dann sehen sie, das hat keine Sache, ob ein Volk ist sie hier von der Kultur der Infirmerie. Das haben die übernommen und sehen dort die Touristen auch dort. Ah ja. Und dort wir uns Interessenten und uns selbst beschlossen, wie sind hier, wenn es wie Gott eine Welle. Mhm. Und das ist nicht so wichtig, was kann ich dem anderen geben, sondern mhm. was will Gott, dass ich auf dieser steht Familie. Ah. Mein Leben ist dort dadurch, dass ich damit verherrliche, Gott verherrliche. Ja. Und wenn ich dort will, dann muss ich immer reit sein, immer up sein, dass Gott an mich arbeiten kann. Ja. Jede Begegnung, die ich habe, jeder Mensch, mit wem ich zu tun habe, der hat Gott mit einem Zweig in mein Leben eingestellt, dass der mich perfekter machen soll, heiliger mhm. machen soll. Und dort, wie wisst ihr ganz genau, Gott will uns an Jelbe sagen, Gott will uns in der Arbeit in der Asim. In all den Momenten, wo es schwer wird, können wir uns durch Triebe rüber. Gott hat uns hergeschickt. Okay. Und zusätzlich immer das an uns selbst arbeiten. Das ist viel leichter, als nicht dem anderen für sich zu verändern. Ich will dich etwas fragen. Lebst du, dat plus die Menschen, die op het Missionsfeld wohnen, daar zijn, wo Gott an Hand gerupt heeft? Oder kon man ook op een Wirtschaft, op een Stantia, oder weit etch, im Haushalt, als Angestellter, ook op die Stadt zijn, wo Gott an Hand gestellt heeft? Ik zie niet van de Überzeugung, dat Gott nu een bestemden Platz für mich heeft in mijn Leben. Okay. Dat würde mich frustrieren. Mhm. Und Gott hat mir versprochen, dass er gute Gedanken mit mir hat. Und wenn ich nun immer in dem Zweifel lebe, ich sehe nicht, ob der steht, wo Gott mich haben will. Ja. Wo Gott das steht, wo Gott geräumt hat oder extra für mich gemacht hat. Von dort frustriert mich zu sein. Ich sehe die Überzeugung, dass Gott mich beräumt hat, um zu dienen. Wo ich sehe, dort hat wenig Wichtigkeit in dem Sinn, ich kann auf jeder steht, im Haushalt, in der Familienerziehung, im Lehrerberuf, in irgendeinem Ort, wie es kann ich Gott deine. Ja. Du es nicht, der Kontext ist lange nicht so wichtig als meine eine Einstellung, in dort, dass ich mir Gott zur Verfügung stelle. Also Gott zur Verfügung stelle, dort, wo du so, das ist echt das hier, ist das für jeden Christ. Ja. Die Herausforderung. Ja. Ja. Also nicht bloß für dich, Poor, weil das muss so sein, die sich entschieden haben, für einen Missionsdienst zu tun oder Prediger zu sein, sondern jeder Christ ist berufen, sich Gott zur Verfügung zu stellen, da wo er lebt oder so. In jedem Moment, auf jedem Ort auf der Welt, ist ein Christ herausgefordert, so zu leben, als Gott sein Wille ist. Okay. Und dort kann kein anderer für mich selbst bestimmen, was Gott sein Wille für mich ist. Den muss ich selbst entdecken. Mhm. Ich kann mich nicht nur auf ein Ruhekissen leihen und erwarten, dass die Gemeinde mir leider sagen wird, was ich zu tun habe. Wir haben die Bibel. In der Bibel kann Gott uns reden. In der Däder, wenn wir auf einem horchen. Sehr interessant. Sehr interessant, deine Einstellung, deine Erkenntnis. Also, die Gemeinde hat uns geholfen, den besten Finger nach Gott in die Bibel zu verstehen. Aber auf einmal im Leben sind wir selbst gefordert, mit Gott auszumachen, wo ihr das hier wieder. Und in der letzten Minute brauchst du einmal das Wort Werte. Ja, also die Arbeit, wo deine Werte, die Kultur hat er zum Beispiel, da wo die Mannschaft aus einer Kultur, gewisse Werte hat er sich aus Krankenpfleger, aus Personal, die Menschen aus Krankenpfleger dienen. So, was sind deine Werte? Oder was bedeutet, wenn wir von Werte reden, von unserer Arbeit, von unserem Leben? Man sagt nicht immer, stimmt das Haupt, was man sagt und was man tut. Vorher würden wir von anderen, mit wem vom Angestellten, Dinge verlangen, die wir selbst nicht würden bereit sein zu tun. Ja?
Oder wir kritisieren am anderen Dinge, die wir auch selbst daunen. Ja? Das ist nicht so einfach, dort zu bringen, was wir sagen und denken und daunen. Ich mache eine kurze Pause und dann sagst du uns was darüber. Futsamt war du. Zeemo, dat is Antwoord. Dat stemt Terren Mate hier bij RCC. Vandaag met Renate Panna. Ik heb al veel geleerd. Dat zijn ganz interessante stunden. Zo, je hebt dat goud terren drinkje en dat wil je leren. Wo gaat de waas met je gewoon wat je alles geleerd hebt? Verre pas vroeg ik je een beetje. Waarom is dat dat woord weten? Ja? Weten, man redt dan van leeuwig wat man... Leef wat recht is, is wat man doen zal, want zijn onze standaard, waar man zijn met hem wie. En onze ethische leven, onze handelen, andere jenen, wat zou omgaan. En ja, met hem wat we reden, dat even reinbrengen, vooral waar man van verschillende culturen redt, dan leef ik als tot een grote herausforderung. Dat is, ik mocht eenmaal terugriepen op dat boek wat ik meegebracht heb, dat ja. Is een boek wat de Asim. Richie heeft het niet dit jaar, interkulturele begegnung. Aha. Ik vind dat zeer goed. Kan ze maar zo licht onder de camera? Ja? Ik vind dat boek zeer goed om ook ons interkulturele miteinander in Tjako Tjane te leren. En dat reed ook van weten. Van de weltanschauung, wat jeder Kultur heeft. Ja. En dat is mir zeer wichtig geworden, dat die weltanschauung. Es von jeder Kultur verschieden, aber ich würde sagen, nicht bloß von jeder Kultur, sondern von jeder Person, ist es unterschiedlich. Okay. Und so ist meine Weltanschauung, es, dass die Personen aus verschiedenen Kulturen den gleichen Wert für Gott haben, dort hat mir geprägt und dort bestimmt auch mein Handeln. Aha. Und die Weltanschauung wiederum wird von Werten bestimmt. Ja. Die wird man in der Werte lernt man von Tüs, normalerweise. Man kann andere Werte auch während dem Leben dort lernen. Ja. Dort ist nicht gesagt, dass man, wenn man da einmal haft, dort man da immer haft. Ja. Und ich habe dann in Jelvisanga nicht mein Studium machen können. Ja. Ich habe dann aber mir entschlossen, ein Fernstudium zu machen, sie zu bieten, dort meist oft zu schlüten. Aha. Und während dieser Zeit, wo ich mit der strategischen Planung in meinem Studium beschäftigt war, wird in der Asim die strategische Planung gemacht. Du hast die Werte festgelegt von der Asim. Also, ich will mir die Karte nicht abbrechen. Strategische Planung, das ist mit dem schweren Wort, das ist nicht so plottisch gewandt. Ja. Kannst du da mal ein bisschen sagen, was das jetzt? Strategische Planung, das geht darum, dass man sich einen Plan macht, ab mehreren Jahren, und als Team haben wir geplant bei 2040. Was wird uns erwarten und was will wir tun? Ja. Dann befasst man sich damit, was hat man für Schwäche, was hat man für Stärke, was sind Herausforderungen und was sind aber auch Gefahren, was von Bitte und Ruhe. Ja, was man auf Spanisch aus Foda kennt, ja? So kennt man dort in Spanisch, ist Foda. Ja. Und dort muss wir in der Asim. Dort wird ich werde dann mit beteiligt. Ich habe dort Vorrecht, daran zu arbeiten, mitzuarbeiten, in abzuschreiben, in mitzuplanen. Und natürlich prägt das einem selbst. Ja. Und nun habe ich aber auch über unser persönliches Leben neu gedacht. Wenn man dort in einer Impresse planen, wie dann verrückt und festlegen, was will man tun, um das Ziel zu erreichen. Aber was ist mit dem eigenen Leben? Man sagt, man will Gott leben oder man will im Himmel kommen. Ja. Aber was tue ich nun konkret, um dort zu erreichen? Und wann sind meine Gaben, wann sind meine Schwachstädte, mit was ich arbeiten muss, wann mit ich fördere? Und dort habe ich nun besonders in letzter Zeit als Familie uns als Ziel genommen, daran zu arbeiten. Und was lässt du uns bedrohen? Der letzte Punkt, was man da meistens in dem. In de planning is je de bedrohungen, ja? Wat leeft u zijn voor ons bedrohungen? Also de bedrohungen, dan moet je man zich vragen dat je man hem krijgt in de muur boeien. Ja, wanneer de bedrohungen komen, dat de vriend niet groot zou eenvoudig nemen, tjemt en alles waarschijnlijk, ja? Want ik weet, ik heb bedrohungen. Wat zet u als bedrohungen voor ons leven in de toekomst?
Du hast darüber nur gedacht, über die persönlich, aber auch so, wenn wir an, wenn wir denken an Ernst Wim, also in generell. Ich glaube, die Bedrohung besteht gerade aus dort, was sie erwähnt, der Finchemt. Mhm. Und dort ist unsere Bedrohung aus Christen. Okay. Mit was wir jeden Tag umgehen. Der Find ist du. Mhm. Mit, er ist nicht, sei ja offensichtlich, dass er nur ankommt und sagt, ich sie finden, ich will dort und dort, sondern er kommt verkleidet. Mhm. Und unsere Herausforderung ist, dort zu erscheinen. Ja. Und dort kann das Zellular sein, mhm. um nicht mal dort erste, was die erste Woche denken, zu nennen. Mhm. Die Massenmedien. Mhm. Wir haben große Herausforderungen gehabt, als wir unsere Kinder im Kollegium in die China Yalvesanga hatten. Ja. Aber wir haben nicht weniger große Herausforderungen, wo wir unseren Jeremias nur im Kollegium Philadelphia haben. Ja. Ich würde nicht bloß mal ein Beispiel nennen, weil es eine Herausforderung, eine Bedrohung. Ich sehe dort, dort wie sehr nachlässig geworden mit einem Deutschen, was ist nur ein Angriff und was ist all gut. So ist okay. Die Werte sich ändern mit der Zeit, mit unseren Erlebnissen. Wird vieles all normalisiert. Du, in was hat die Bibel mit den Werten zu tun? Also, das Stempel, die sagt, ich glaube, 100%, die Werte verändern sich. Also, was gestern schlecht wäre, ist für nur gut. In vielen Hinsichten, ja. Wenn man von Familie redet, Ethik, in Arbeit, im Geschäft, ja. Die Werte ändern sich ständig. Eine Gesellschaft, in eine Welt und so weiter. Die Bibel hat für mich seine gewisse Werte abgestellt. Sind wir uns daran orientieren oder ist das auch sehr da noch, was für eine Brille wir absetzen, wenn wir die Bibel lesen? Wir würden nicht für jeden Dörfer, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist, ja. Und dass das ein Leben in Buch ist. Wenn mir das Wort sagt, kann die das Wort anders sagen. Mhm. Und wenn ich die Erkenntnis habe, das sagt die Bibel mir, dem anderen kann diese Erkenntnis noch fehlen. Oder der hat eine andere, was ich nicht habe. Ja. Das ist für mich das Leben ja, an dem Buch. Mhm. Das redet, der gleiche Vers redet mir anders als dem anderen. Ja. Aber die Werte, die nehme ich aus der Bibel für mein Leben. Okay. In dort, was im Umwelt passiert, dort vergleiche ich im Licht der Bibel. Mhm. Sehr wichtig ist uns immer der Vers gewesen aus Galater, wo das von den Früchten des Geistes redet. Ja. Ja. Und wenn ich nicht will, den Frieden nachstreben ja. oder die Selbstbeherrschung, das sind für mich Werte, die ich im Alltag anwenden kann. Und ja. damit kann ich dann ein Licht sein für die anderen. Wenn mir das wichtig ist, dass der andere Mensch, mein Jein Eva, über mich steht, dass Gott dem läuft, dass er dem eine Würde gegeben hat, dann wo ich dem anders behandle. Als wenn dort für mich qualquiera ist. Ja. Als sind wir der Bibel anstalt. Ja. Und mhm. wenn ich demütig sehe, nun meine ich nicht mit Demut, dass ich nicht wird sie, mhm. sondern dass ich erkenne, was kann ich, was ist in meinem Aktivitätsbereich möglich zu tun, in was kann der andere. Ja. Und dort dann ausgelegt, dass ich bete, zum Zuge kommen lässt, dann unerkenne ich die Würde von dem Nächsten. Du, Renata, ich würde nicht jeden noch eine Stunde mit dir hier reden. Leider sind wir in der Television, die ist nicht mehr vorbei. Aber ich glaube, wir haben ein großes Haus abgekriegt, alle, ja, unsere Bibel noch mal frisch zu lesen. Und sage, was bedeutet das für mich, da wo ich arbeite, wo ich wohne, in meiner Familie, mit meinen Freunden, das, was die Bibel hier sagt, vandaag. En dat moeten we even nog maar wat lezen. Het is niet genoeg ons te herinneren aan wat we mal in de Sinderschool voor 40 jaar gehad hebben. Wils door zijn grote delen die we gehad hebben. We moeten de Bibel fresh lezen. Jeden dag. Herr Jezus, ik dank u dat u ons luistert. Ik dank u dat u veel in het leven van Renate en haar familie gedaan hebt. Aber ich bete dir auch, dass du in unserem Leben wirklich bist. Und dass wir dienen wollen, leben dort, wo du uns hingestellt hast. Dass wir lernen, so zu leben,
in de Welt te zijn, in de Nächsten te zijn, in zijn Studien sitzt. En bewoor ons dafür, dat we ons laten metrieten van dat wat nu kruidkoud uit de Schlacht van de Gesellschaft geheten wordt. Dat bid ik in die Nomen, Jezus. Amen. Dankeschön, dat u hier bent, Renate. Schön, alle Gott zijn, so Gott wel. En eine Weile sind wir hier bij RCC met Tim Terrenmatter.